Herzlich willkommen zu meinem neuen Filmkritiken-Mashup. Falls sich Leute wundern, weshalb ich auf einmal wieder Filmkritiken-Mashups hochlade, das liegt daran, dass ich ansonsten leider nicht mehr gleich auf mit den Kinostarts komme. Und deswegen werde ich euch jetzt zwei Filmkritiken-Mashups bringen, in denen ich jeweils fünf Kurzkritiken machen werde. Jedoch möchte ich auch drei Filme, die zum selben Zeitraum in die Kinos kamen, wie jene Filme, die ich in den kommenden zwei Videos besprechen werde, eine Einzelkritik gönnen. Und zwar wären das der deutsche Film Victoria, der österreichische Horrorfilm Ich sehe und Terminator Genesis. Gehen wir nun mit einem Film, der am 21. Mai in den deutschen und österreichischen Kinos startete, und zwar Brad Bird's Tomorrowland, der aufgrund Rechtsstreitigkeiten mit dem gleichnamigen Festival in Europa den bescheuerten Titel A World Beyond bekam. Zunächst mal vorher ein paar Worte zu Brad Bird, denn ich wollte ihn ursprünglich ein Behind the Camera widmen. Jedoch bin ich dann drauf gekommen, dass von den vier Filmen, die er bisher gemacht hat, vor Tomorrowland, zwei Pixar-Filme sind und einer davon ein Mission Impossible-Film. Und die beiden Pixar-Filme von ihm werde ich in meiner Pixar-Retrospektive vor neuen Pixar-Filmen Inside Out besprechen. Und seinen Mission Impossible-Film werde ich sowieso in meiner Kritik zum neuen Teil besprechen. Deswegen würde ich euch gerne, bevor ich über Tomorrowland spreche, eine kurze Empfehlung zum einzigen Brad Bird Film geben, der weder ein Pixar noch ein Mission Impossible Film ist, und zwar sein Regiedebüt The Iron Giant, der Gigant aus dem All. Ein leider immer noch viel zu unbekannter Animationsfilm, in dem es um einen Jungen geht, der sich mit einem gigantischen Roboter, der aus dem All kommt, anfreundet. Jedoch hat die Regierung Angst vor ihm und ruft das Militär auf, um ihn zu zerstören. Ein wirklich grandioser Animationsfilm, der gut aufzeigte, wie sehr Leute vor etwas Angst haben, ohne sich überhaupt je mit diesen Lebewesen auseinandergesetzt zu haben. Was der Hauptgrund ist, weshalb in der heutigen Welt so viel Krieg herrscht. Weiter sah diese Mischung aus 2D- und 3D-Animationen fantastisch aus und Vin Diesels Stimme war perfekt für den Iron Giant. Ich meine, beim Satz "I am Superman" kommen mir wirklich schon richtig die Tränen. 9 Punkte würde der Film von mir bekommen, ein sehr unterbewerteter und grandioser Animationsfilm, in meinen Augen sogar einer der besten aller Zeiten, und ich würde ihn euch auf jeden Fall empfehlen zu gucken. In Brad Bird's neuen Film Tomorrowland gibt es auch eine Sequenz, in der man im Hintergrund Fanartikel von The Iron Giant sieht, was mich gleich mal zu einem der Punkte bringt, weshalb ich im Gegensatz zu vielen anderen Leuten trotz vieler Probleme Tomorrowland noch sehenswert fand, und zwar mit welchem visuellen Detailreichtum Brad Bird den Film in Szene setzte. Wie schon gesagt, gibt es halt eine Szene in einem Comicbuchladen, glaube ich war es, in der man im Hintergrund ein Regal voll mit Fanartikeln zu The Iron Giant sieht oder auch zum Beispiel eine Figur von Mr. Incredible aus einem anderen Brad Bird Film, und zwar Die Unglaublichen. Man kann bei jedem Frame im gesamten Film wirklich die Arbeit dahinter sehen, die Setpieces waren richtig toll und bis ins Detail durchgestaltet, und auch das CGI, insbesondere im Tomorrowland selbst, sah fantastisch aus. Da gibt es beispielsweise eine Szene, in der die Protagonistin Casey erstmals wirklich das Tomorrowland erkundet, und da war ich genauso wie ihr Charakter im Film erstaunt von der visuellen Raffinesse des Ganzen. Brad Bird ist einfach ein visuell sehr versierter Regisseur, und es hätte dem Film gut getan, hätte er auch das gesamte Skript wie bei seinen meisten anderen Filmen allein geschrieben, aber dazu nachher mehr. Der Cast des gesamten Films hat mir auch sehr gut gefallen, George Clooney in einer für ihn ungewöhnlichen Rolle als bärtiger und zerstörter Erfinder Frank Walker war erfrischend zu sehen. Britt Robertson als Casey war auch meist überzeugend und sympathisch. Gut, Hugh Laurie als Antagonist und Führer des Tomorrowlands David Nix wirkte zwar an manchen Stellen ein wenig cartoony, hat seine Sache aber trotzdem insgesamt gut gemacht. Am meisten überzeugen konnte mich jedoch Raffi Cassidy, ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen, als das Druidenmädchen Athena. Schon lange keine so tolle Performance einer Jungdarstellerin gesehen. Hoffe, sie wird weiterhin Erfolg haben und nicht wie viele andere einst tolle Jungdarsteller in der Versenkung verschwinden. Was den Film für mich ein wenig runtergezogen hat, das ist das Skript, das hier größtenteils von Damien Lindelof geschrieben wurde. Er ist für das sehr kontroverse Ende von der Serie Lost bekannt, und ich muss sagen, dass mir der erste Akt des Drehbuches sehr gefallen hat. Casey und Frank wurden als Hauptcharaktere wirklich gut etabliert. Der zweite Akt war okay, es gab Sequenzen wie jene im Comicbuchladen, die mir dann etwas zu over the top geschrieben waren und fast ins Lächerliche abtrieben, aber dennoch funktionierte der zweite Akt noch. Was mir aber wirklich nicht gefallen hat, das war der dritte Akt, insbesondere die letzten 20 Minuten. Ohne jetzt zu spoilern, aber es kam mir vor, dass die eigentliche Botschaft, die der Film vorher aufgebaut hatte, komplett verloren ging und das Ganze zu einem völlig anderen Film wurde. Ich merkte hier definitiv, was von Brad Bird und was von Lindelof geschrieben wurde. Und es war wirklich keine gute Wahl, diesen hier als Co-Autor anzuheuern. Trotz dem sehr enttäuschenden Ende fand ich den Film aufgrund der Performances, der visuellen Raffinesse und Kreativität sehenswert und gebe ihm 7 von 10 möglichen Punkten.
Nun zu einem Film, der 2 Wochen später am 4. Juni in den deutschsprachigen Kinos startete, und zwar zu Spy, der bei uns den Beititel Susan Cooper Undercover bekam und von Paul Feig geschrieben und inszeniert wurde. Dies ist nun nach Bridesmaids und The Heat die dritte finanziell erfolgreiche und von Kritikern gelobte Komödie von ihm, muss aber gestehen, dass ich leider keiner dieser beiden vorherigen Filme von ihm gesehen habe. Vor Bridesmaids hat Feig ein paar kleinere Filme, sowie zusammen mit Comedy-Regisseur Jude Apatow die beliebte Comedy-Serie Freaks and Geeks kreiert, über die ich in ein paar Tagen kommenden Behind the Camera über Jude Apatow reden werde. Weiters führt er beim Ghostbusters Reboot Regie, das nächstes Jahr kommen wird, und es hat ja für große Empörung gesorgt, als man verkündete, dass der Maincast diesmal nur aus Frauen bestehen würde, und besonders schlimm fanden ja viele Leute die Tatsache, dass Melissa McCarthy die Hauptrolle spielt. Mit Spy, um eine Überleitung zu machen, beweist Paul Feig jedoch, dass er weiß, wie man Melissa McCarthy vor der Kamera agieren lassen sollte, und dass er aufgrund seines temporeichen und klugen Humors in meinen Augen die perfekte Wahl war, um beim Ghostbusters Reboot Regie zu führen. Denn Spy ist wirklich gut geworden und in meinen Augen die bisher beste Komödie des Jahres. Der Cast war super in Szene gesetzt, Melissa McCarthy konnte mal zeigen, dass sie auch mehr kann, als nur eine dumme, lustige Dicke zu spielen, die sich aufführt. Denn hier spielt ihr Gewicht keine Rolle und sie spielt als Susan Cooper eine kluge und sympathische Frau. Rose Byrne als quasi Antagonistin Reina hat mir auch super gefallen, besonders sie mal als jemand Bösen zu sehen, und diese arrogante und bösartige Art ihres Charakters hat sie super auf den Punkt gebracht. Jude Law ist zwar nicht in besonders vielen Szenen im Film zu sehen, aber wenn er dabei war, hat er wie gewohnt gut gespielt. Die Highlights hier waren für mich einerseits Miranda Hart, die Susans Freundin und Arbeitskollegin Nancy spielt und durch ihre Schusseligkeit, welche der meisten Lacher im Film hervorbringen konnte, wie überraschenderweise auch Jason Statham. Der spielt hier einen Agenten namens Rick Ford, der den Job quittiert und Susan unauffällig folgt, um ihr zu zeigen, dass er besser für den Job geeignet gewesen wäre als sie. Ständig erwähnt sein Charakter, was er doch schon für brutale Action miterlebt hat, was dann so wirkt, als würde Jason Statham seine alten Filme selbst parodieren, und das fand ich richtig genial. Auch haben wir im Film gegen Ende rum ein Cameo von 50 Cent, das mir aber überhaupt nicht gefallen hat und zu forciert gespielt und wie ein Marketing für ihn wirkte. Weiters war der Film für eine Komödie erstaunlich gut fotografiert und geschnitten, und auch die wenigen Actionsequenzen waren wirklich richtig gut gestaged. Besonders beeindruckt hat mich das Design der Sets und Setpieces, vor allem Susan's Gadgets. Meine einzigen größeren Probleme mit dem Film waren im 50 Cent Cameo, die nicht reinpassenden und zu abrupt wirkenden ernsten Sequenzen, sowie die Länge von 120 Minuten. Aber ansonsten eine wirklich sehr witzige, gut gespielte und gemachte Komödie, die 7,5 von 10 möglichen Punkten bekommt, mit einer Tendenz zu einer 8. Gehen wir nun eine Woche weiter zum 11. Juni, da startete der lang ersehnte 4. Teil der Jurassic Park Reihe Jurassic World von Colin Trevorrow. Einige wollen sicher vorher meine Meinung zu den alten Jurassic Park Teilen hören. Teil 2 und 3 habe ich leider noch nicht gesehen, Teil 1 aus dem Jahre 1993 von Steven Spielberg jedoch schon, und es ist in meinen Augen ein toller Film und insbesondere ein Meilenstein im Bereich visuelle Effekte. Also das CGI kann locker noch mit heute mithalten, finde ich, und durch den Mix aus CGI und Practical Effects, insbesondere durch den durch Animatronics entstandenen T-Rex, sah das Ganze absolut fantastisch aus. Der Cast rund um Leuten wie Jeff Goldblum, Laura Dern, Sam Neill und in einer Nebenrolle gar Samuel Jackson und dem leider mittlerweile schon verstorbenen Richard Attenborough als Jurassic Park-Schöpfer John Hammond waren auch allesamt super für ihre Rollen gewählt. Bin zwar nicht so ein Riesenfan von Teil 1 wie alle anderen, aber es ist dennoch ein bedeutsamer und toller Film, der von mir 8,5 von 10 möglichen Punkten bekommt. Nun zu Jurassic World, der relativ solide Kritiken bekam. Ich muss sagen, ich fand ihn lediglich okay, nicht wirklich gut. Zum Positiven: Die Schauspieler haben einen wirklich guten Job abgeliefert. Chris Pratt zeigte nach Guardians of the Galaxy erneut, dass er genügend Charisma hat, um den Film zu tragen. Sowie auch die mir vorher nur aus M. Night Shyamalan's The Village bekannte Bryce Dallas Howard. Und man merkt wirklich eine Chemie zwischen den beiden. Auch gefallen hat mir hier der französische Darsteller Omar Sy, der einen etwas schusseligen Parkaufseher spielte. Auch fand ich den Cameo-Auftritt von Jimmy Kimmel richtig witzig. Weiters hatte mir dieser Meta-Humor gefallen. Also es gibt einige Momente, in denen sich der Film selbstbewusst ist, dass er eigentlich nur ein cash-grabbing unnötiges Sequel ist, und das fand ich richtig cool. Die Effekte sahen teilweise auch toll aus, aber halt nur teilweise. Das CGI des Indominus Rex beispielsweise hat mir sehr gut gefallen, aber in manchen Sequenzen war das dann ein richtiger CGI-Overkill. Beispielsweise der Mosasaurus, er sah mir viel zu unecht aus.
Weiter störte mich am Film, dass man einfach fast die exakt selbe Storyline wie in Teil 1 übernommen hat und sich kaum irgendetwas Kreatives Neues einfallen ließ. Weshalb der Film auch unglaublich vorhersehbar ist. Ich meine, man hat selbst John Williams' fantastischen Score aus Teil 1 wieder recycelt. Am Anfang hat es jedoch sehr gut noch funktioniert hier im Film. Aber irgendwann wirkt es nur noch wie Fanservice. Und ja, ich weiß, dass Michael Giacchino quasi auch einen neuen Score für Jurassic World komponierte, der aber klang mir viel zu ähnlich wie John Williams' Originalscore. Aufgrund der Darsteller und dem Humor des Films kann ich ihm noch eine 6 von 10 geben, aber etwas mit einem so vorhersehbaren Skript kann ich einfach nicht mehr geben. Und bitte schreibt jetzt nicht in die Kommentare etwas wie kann ich den Film nur scheiße finden? Ich fand ihn ganz und gar nicht scheiße, halt nur okay. Nun zu einem Film, der 2 Wochen später am 25. Juni in den deutschsprachigen Kinos startete, und zwar Ted 2 von Seth MacFarlane. Kurz ein Kommentar zu Teil 1. Ich mochte Teil 1 wirklich. Mir hat die Chemie zwischen Mila Kunis und Mark Wahlberg gefallen, der hier wirklich mal komödiantisches Talent zeigte, sowie die ganzen Filmreferenzen, zum Beispiel Flash Gordon, die hier verwendet wurden. Das Einzige, mit was ich mich bei Teil 1 nicht anfreunden konnte, das war eben der Sex- und Furzhumor, also der ganze Fäkalhumor. Aber ansonsten hat er mir wirklich gefallen und würde von mir 7,5 von 10 möglichen Punkten bekommen. Nun zu Teil 2, der von Kritikern bei weitem nicht so gut aufgenommen wurde wie Teil 1, was ich aber nicht verstehen kann, denn auch wenn ich ihn nicht ganz so gut fand wie Teil 1, fand ich ihn dennoch am Ende des Tages noch sehenswert. Mark Wahlberg konnte erneut sein Comedy-Talent zeigen und die mir zuvor aus hauptsächlich Teenie-Filmen und Dramen bekannte Amanda Seyfried hat mich sehr überrascht und war wirklich witzig, vor allem, dass sie fast schon eine überzeichnete Version von sich selbst spielte. Dann gibt es auch noch einen Cameo im Film, den ich unbedingt hervorheben muss, und zwar den von Liam Neeson. Ich werde nicht spoilern, aber das war meine wirklich Lieblingsszene im gesamten Film. Weiters hat mir die allgemeine Message des gesamten Films sehr gefallen. Falls es Leute nicht wissen, Seth MacFarlane setzt sich sehr für Gleichberechtigung von Ausländern und auch für gleichgeschlechtliche Ehe ein, die zum Glück kürzlich in allen US-Bundesstaaten zugelassen wurde. Und Ted stellt hier halt jemanden dar, der nur, weil er anders ist, nicht heiraten darf. Und Seth MacFarlane kritisiert mit diesem Film sehr die Rechtslage in den USA. Chapeau dafür. Was mir vor allem am Humor des Films gefallen hat, waren die Popkulturreferenzen, insbesondere dann gegen Ende auf der New York Comic Con haben wir einen Fight zwischen Leuten, die als welche der bekanntesten Figuren der Popkultur kostümiert waren, und das fand ich richtig awesome. Weiter sehr gefallen hat mir die Jurassic Park Referenz beim Cannabis-Beet, das fotorealistische CGI des Bären sowie die für Komödien untypische Jazzmusik. By the way, ist Seth MacFarlane selbst auch ein grandioser Jazzsänger und ich würde euch empfehlen, etwas von ihm anzuhören. Meine Probleme mit dem Film waren einerseits die Fäkalwitze, von denen es in meinen Augen eindeutig zu viele gab. Besonders unlustig und einfach nur eklig fand ich das auf der Spermienbank. Auch waren die Cutaway-Gags hier fehl am Platz, da dies nun mal keine Family Guy-Folge, sondern ein eigenständiger Film sein soll. Insgesamt hatte ich aber meinen Spaß mit Ted 2 und würde ihm 7 von 10 möglichen Punkten geben. Nun gehen wir weiter zum 2. Juli, an dem Minions startete. Ich zu meinem Teil muss sagen, ich freute mich auf die Minions, da ich die ersten beiden Despicable Me Teile wirklich mochte. Teil 1 fand ich toll, Teil 2 fand ich noch so gerade so sehenswert. Wie viele wissen, hat Minions ja nur mittelmäßige Kritiken bekommen, was ich aber wirklich nicht verstehen kann, denn ich fand Minions wirklich gut und sogar besser als Despicable Me 2. Visuell sah der Film richtig toll aus, eventuell der bestaussehendste Illumination Entertainment Film bisher, finde ich jedenfalls. Weiters hat der Film ein paar wirklich kluge Referenzen. Beispielsweise spielte man auf die Theorie an, dass Stanley Kubrick angeblich die Mondlandung fakte. Und weiters gibt es auch noch eine Szene, in der man im Hintergrund ein Nixon-Plakat sieht, was auch ein wenig auf die Watergate-Affäre anspielte. Und solche Gags fand ich richtig clever. Und ich kann wirklich nicht verstehen, weshalb der Film von vielen als Kinderfilm abgetan wird, denn es gibt wirklich genügend Gags, die Kinder niemals verstehen würden. Selbst bei uns auch viele Erwachsene bestimmt nicht. Ich finde, der Film hat wirklich gut den Zeitgeist der einzelnen Dekaden, durch die die Minions gehen, eingefangen und hat auch wirklich kluge geschichtliche Referenzen. Allgemein hat der Humor des Films für mich größtenteils funktioniert, aber Humor ist ja sowieso etwas Subjektives. Sowie auch die Chemie der drei Hauptminions, Kevin, Stewart und Bob. Mein einziges Problem war, dass einem irgendwann das Gebrabbel der Minions ein wenig anfängt zu nerven, besonders in den letzten 20 Minuten. Und die Antagonistin Scarlett Overkill hat mir auch nicht wirklich gefallen, obwohl mir Sandra Bullocks Voice-Performance sehr gefallen hat. Und ich habe den Film auf Englisch gesehen. Insgesamt hat mir Minions aber wirklich gefallen und er würde von mir 7,5 von 10 möglichen Punkten bekommen. Also ich kann wirklich die Wertungen zu diesem Film nicht ganz verstehen. Das war mein Filmkritik-Mashup über den Juni. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Als nächstes folgt meine Einzelkritik zum deutschen Film Victoria.